Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft. Jo, wir haben etwas Eisen gefunden, ich bin so glücklich. Ich will noch schnell hier, ich hoffe ich übertreibe nicht, noch schnell die Kohle hier mitnehmen. Okay, und dann hauen wir hier mal ab und werden, oh Gott, ich brauche was zu essen. Oh, ich bin einfach doof. Ich muss gleich weg, schnell weg, auf die Stelle weg. Oh, ich werde sterben. Ich habe schon wieder nicht auf meinen Hunger geachtet. I'm hungry. Sehr hungry. Very, very hungry. Oh, scheiße. Das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Ja. Aber immerhin hier gestorben. Das ist schon mal was. Scheiße. Und es ist noch nicht Abend. Das ist mein Glück. Huch. Lauf, 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 lauf. Das ist noch mein Glück. Boah, bin ich froh, dass man weiß, wo man verreckt ist. Ich habe schon wieder vergessen, auf den Hunger zu achten. Es ist einfach fürchterlich mit mir. Wie macht ihr das alle bitte, wenn ihr mal so längere Zeit in, ich sag mal, hier so herumbuddelt? Ihr könnt da wahrscheinlich schon besser kochen, denke ich mal, ne? Also ihr habt da ja schon Burger und was ich was alles, ne? Also das scheint sich wirklich was zu bringen. Langsam, nicht, dass ich in den Tod stürze. Wow. Das passiert mir eigentlich sonst nie. Hui. Und ich weiß, ich sollte nicht so oft sterben, weil, wenn es mal um Verzauberungen geht und solche Geschichten, ne, dann werde ich das ganze Geweibe hier noch richtig bereuen, weil, wenn ich nicht einen gewissen, wie soll ich sagen, ein gewisses Level habe, kann ich, glaube ich, schon gar nichts mehr verzaubern oder so. Irgendwie ging das, ne? So, das haben wir mal. Das haben wir weg. Und ich werde immer da auf Level 1 sein, wenn ich so weitermache. Soll ich nochmal gierig sein? Da ist nochmal Salz, ne? Ich bin nochmal größenwahnsinnig. Und hol mir das nochmal. So, dann habe ich das hier schon mal clear. Und da ist sogar noch ein Salz dahinter, wie schön. Salzi, salzi, Salz. Noch mehr Salz. Schau mal da. Salz. Bin gespannt, was wir damit dann kochen dürfen. Ah, passt, neue Spitzhacke. So, schnell weg damit. Oh, wie viel gibt's noch, ey? Da, buddel, 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 buddel. Was? Keine Lava. Puh, ich hatte nämlich schon Angst, dass da Lava wäre. Puh. Gut, ich hau ab. Wie versprochen, ich mache mich mal auf den Rückweg. Wobei, hier wäre echt Gneis, ist so ein Bruchdingens, ne? Vielleicht da noch ein bisschen was mitnehmen, um wieder ein paar 0815 Spitzhacken herstellen zu können. Vielleicht, ich will nicht zu viel Eisen machen. Da wir noch nicht so viel davon haben. Aber eine Harke möchte ich gerne basteln, auf alle Fälle. Eine Harke ist bei mir momentan sehr hoch in der Dringlichkeit. Ah, ich möchte nämlich gerne Ackerbau betreiben. Jawohl. Acker von der Bau. So, das muss jetzt mal reichen fürs Erste. Und wir hauen hier mal ganz gemütlich ab. So. Ja, weil ich möchte gerne noch fischen auch noch. Fisch. Oh, oh, es ist finster. Oh, oh. Oh je. Oh je. Es ist dunkel. Ich bin nicht da, ihr bösen Viecher. Ich bin nicht da. Nein, nein. Das ist alles Einbildung. Oh ja. Und wie das Einbildung ist. Wow. So, passt. In Sicherheit. Und jetzt spawnt hier oben ein Creeper und bombt uns weg. Was normal nicht möglich sein sollte. Aber für mich ist alles möglich. So, wir haben jetzt zwei wunderschöne Steinkisten. Da ist noch ein bisschen Holz, sehr gut. Holzkohle habe ich keine mehr, ne? Ich wollte jetzt eigentlich, warte, so, obwohl, normale Kohle. Ich könnte die ein bisschen verbraten. Warte, ich wollte jetzt einfach mal nochmal eine Kiste bauen. So, so. Diese Kiste, da kommt nur dieses Erzgrafel rein.
Ich werde sie hier hinbauen, weil da können wir die Kisten noch erweitern, glaube ich. Ne? Da war auch was. Also, da kommen die ganzen Steinchen rein. So, Pflastersteine und diese Dinger hier sind eigentlich nur zur Zierde, glaube ich. Ja, zum hübsch ausschauen. Eisen können wir dann auch da reinschmeißen. Vielleicht auch Holz. Können wir theoretisch auch machen. Ah, warte, das brauche ich jetzt ja fürs Feuerchen. Und dann werden wir mal das tolle Eisen schmelzen. So, einfach mal so und so. Fröhliches Schmelzen. So, wir brauchen Essen. Der kommt auch weg. Das Zeug backe ich auch rüber in die andere Kiste. Ja, und da bräuchte ich eigentlich nur noch eine Kiste, theoretisch, für der ist unter uns, ne? Dann brauche ich theoretisch nur noch eine Kiste. Was wollte ich sagen? Der macht mich nervös da unten. Eine Kiste für. Jetzt habe ich echt den Faden verloren. Ja, für Dingens halt. So. Genau, da kann man das Holz noch reinschmeißen. Theoretisch könnte ich. Warte, das kommt hier hin. Theoretisch werde ich vielleicht auch momentan mal die Kohle reinpacken. Salz kommt in die hier rein, weil das ist ja zum Essen. Ich werde auch hier die ganzen Sämlinge kommen rüber in die Sämlingskiste, weil es ist eh gerade Nacht, wir können nicht viel tun. Also räum, ihr Raum da umherst. Also räume ich hier ein bisschen die Sachen zurecht. Blümchen lasse ich da unten vielleicht momentan. So, das ist auch nicht wirklich was zu essen. Da oben in dem Eck kommen die S-Bahn-Sachen, die Bar, was wir noch haben. Und dann ist morgen unbedingst und dringendlichst zu fischen, zu angeln und zu fischen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, uns erwarten keine bösen Überraschungen. So, würde ich sagen, hier könnte. Na, warte, die Leiter lasse ich mal. Hier kommen noch die Sämlinge rein, so. Die Setzlinge, nicht Sämlinge, so. Setzling. So. Mit setz dich hin. So, Eisen ist fertig. Schön. Super. Dann haben wir. Die Dinge haben wir noch, das ist gut. So, also einmal, zweimal. Und dann war es, glaube ich, so, die Hake. Jawohl. Sehr gut. Da-da-da-da. Erfolg erzielt. Fang an zu, was? Farmen? Ackern. So. Fang an zu ackern. Jawohl. Ich möchte auch gerne eine Spitzhacke haben, die aus Eisen besteht. Ganz bewusst für den Fall, dass wir eben. Ach, wie ging das schnell? Lapislazuli oder Diamant, ne? Oder Gold. Genau, Gold finden. Gold geht, glaube ich, mit der Eisenspitzdingens da. Ich muss mich kurz umsetzen. Mit der Eisenspitzdings da zum Kaputtschlagen. Und dann können wir auch eine Goldspitzhacke machen für den Fall, dass man Diamant findet. Na, so war das. Ich glaube, so war das. Dann wäre gut, eine Schere geht sich normal noch aus. Genau. Und ein Eimer wäre gut. Für unser Hochbeet hier, das ich bauen möchte. Genau. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Jetzt können wir hier ein richtig, richtig tolles Hochbeet bauen. Ich brauche nur den nötigen Platz. So. Mal schauen, ob es hier was gibt. Ja, Beeren. Ich habe eine. Wir haben wieder eine Beere. Super. Die werden wir auch gleich verspeisen tun. Njam. So. Haben wir noch eine? Nein. Aber eine Beere soll uns schon einmal reichen und genügen. Da sind wir schon mal glücklich. So, dann wäre es gut, natürlich Holz zu fällen. Haben wir jetzt noch Stein? Wir haben noch Stein normal, ne? Hier ist Stein. Wir haben Stein. Das heißt, ich werde jetzt noch schnell auf die Schnelle, schnell, schnell. Das Holz nehmen wir auch mit, das brauche ich gerade. Ja, werde ich noch ganz fix ein paar Steinäxte bauen. So, warte, warte. Zuerst das hier. Eins reicht nochmal. Bisschen sparsam sein.
Ja, so. Also Steinäxte, da möchte ich gern. Ja, ich glaube, 3 wäre angemessen. Die erste, die zweite und wo ist die dritte? Ja, schlau wie ich bin, da ist sie. Die dritte, dann, genau. Eine Steinspitzhacke wollte ich noch haben. So. Die werde ich natürlich wieder hier hin tun. Dann Dings Hammer, eine Schaufel wäre auch cool. Schaufeli. So, passt. Dann haben wir hier noch einen Holzblock. Da werde ich noch einmal Holzkohle draus machen. Die ist jetzt schön verwendet, glaube ich. Und dann... Perfekt. Machen wir noch einmal 4 Fackeln. Dann haben wir das alles schön verarbeitet. Schau. Sehr schön. So. So, lala. Dann würde ich sagen, das Gesteins kommt wieder da rein. Einen zweiten Ofen werde ich momentan nicht bauen, weil ich glaube, das braucht man nicht unbedingt. Aber die Kohle könnte ich derweil hier hinstecken. Und dann könnte ich als Reserve ein bisschen Werkzeug zurücklassen. Ah, mal schauen. Jetzt wäre dann... Ja, eigentlich ja. Weil wir eh nur momentan Holz sammeln müssen, werde ich diese Spitzhacken hier da lassen. Das ist vor allem die ist sehr, sehr wertvoll. Auch die Harke und die Angel lasse ich noch mit. Die Dinger werden wir vielleicht brauchen. Genauso wie ich das hier da lasse. Nur den Eimer nehme ich mit. Ja. Das Schießpulver kann ich auch derweil da lassen. Ja. Ich glaube, das geht. So. Das heißt, unser Schwert. Ich höre Schleimi. Na, ein Enderman. Oh mein Gott, ein Enderman. 30.000 Mal schlimmer. Ich bin schon weg. Aber hoffentlich macht unser Haus nicht kaputt. Dann weine ich. Boah, das war ein Enderman. Ich dachte, das war ein Schleimi, so wie der da. So. Was ich auf alle Fälle noch machen möchte, ist Erde sammeln. Das hört sich jetzt voll komisch an, aber ich will hier einen wunderschönen, unter Anführungszeichen schön, einen momentan noch naturbelassenen Weg zu unserer Angelstelle bauen. Und dafür muss auch mal hier der Matsch weg. Ich mache da mal ein bisschen, dass es ebener wird. Eine Spinne! Ich glaube, ich spinne. Spinne? Spinne? Ah. Spinne, komm her. Ja, komm. Dann komme ich halt zu dir. Super! Und sie hatte einen Faden. Das ist schön. So, und hier wäre doch eigentlich schön. Doch. Mal schauen, ob hier wohl kein Ungeziefer ist. Ein Viech oder so. Hier wäre es doch schön, einen Angelplatz dann mal zu basteln, oder? Boah, der wird mir echt gut gefallen. Ich hoffe, wir haben hier unsere Ruhe. Zumindest eine Zeit lang. Gut, dann probieren wir doch mal unsere Angel aus, ne? Ich hoffe, ich kann das noch. So, jetzt muss ich warten, bis da so ein Fischi auftaucht. Boah, ich habe Hunger. Hoffentlich kann ich rohen Fisch essen. Fischi? Ich hoffe, das geht. Ja, irgendwas im Wasser tut sich. So kleine Blubbel. Da hinten war auch gerade eins. Ah, jetzt. Na, es hat nicht hingehauen. Ich war zu langsam. Es hat nicht hingehaut. Ich war zu langsam. Man kann auch sogar Köder machen. Ich muss mich wieder da reinüben in die ganze Geschichte hier, fürchte ich. Ja! Fischi! Kann man dich essen? Einfach so roh? Ich bin heute nicht... Ja, Gott sei Dank. Ich bin nicht wählerisch heute. Hauptsache rein in den Magen. Komm, Fischi.
Fischi, Fischi, Fischi. Braves Fischi, Fischi. Da kommt er. Yeah! Was haben wir denn da Schönes? Ein roher Hering. Super. Da fischen wir jetzt einfach mal ein bisschen und dann haben wir schon was zu essen. Muah. Dann tun wir schön braten. Ach ja, eine Bratpfanne hätte ich machen können, ich Vollidiot. Wir müssen ja nochmal in die Höhle runter. Das werden wir dann morgen machen, also im nächsten Tag. Jetzt tun wir mal fischen. Wir brauchen nämlich was zu essen. Habe ich schon erwähnt, dass sie was zu essen brauchen? Da, da. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Und dann werden wir uns einen wunderschönen Steg bauen. Mit einem Apfelbaum oder irgend sowas. Ja, falls wir Hunger kriegen, können wir den zusammenschlagen und dann haben wir gutes Essen. Yeah, was ist denn das? Ein Bogen? Was? Mit Verzauberung? Stärke? Was? Stärke plus 4? Haltbarkeit 3? Bin ich jetzt ein Glückspilz? Hater-Kommentare ohne Ende. Zocki, du blöde Kuh. Ich bekomme nur kaputtes Zeug. Habe ich bisher auch. Stiefel habe ich gefischt, das weiß ich noch. Kaputte Bögen und solche Sachen. Ich freue mich gerade. Ah, schön. Jawohl, 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 jawohl. Also ganz ehrlich, die Angelrute zahlt sich schon voll aus. Ah, schöner Bogen. So, würde da mal bitte ein Fisch kommen? Wir haben Hunger. Ja, Fischi, was haben wir denn da? Ein Flussbarsch, okay. Die Angel, also der Bogen gefällt mir gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Seht ihr, ihr braucht nur oft genug sterben, euch dann eine Angel zusammenschustern und dann kriegt ihr das Equip nachgeschmissen. So schaut das aus. Das Glück ist mit den Dummen, so geht das Sprichwort, oder? Bam, 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 bam. Ich habe mit Absicht übrigens keine Playlist drinnen bei Minecraft, weil ich... Oh, scheiße, ich war zu spät. Weil ich einmal testen wollte, ob überhaupt das Spiel einigermaßen laufen tut. Und ja, momentan sogar ruckelfrei, was mich sehr, sehr freuen tut. Und ja, ich mag die Minecraft-Mucke so eigentlich und so hin und her. Und ich habe ein bisschen Schiss wegen Urheberrecht und so, ne? Weil zum Beispiel die Risen-Musik, ne? Ich let's play gerade Risen 2 und auch da habe ich irgendwo ein kleines Urheberrechtsproblemchen. Kein schlimmes. Also dadurch, dass ich kein Geld verdiene und so, glaube ich, ist alles okay. Also so ist es mir berichtet worden. Aber es könnte sein, dass vielleicht die Musik urheberrechtlich geschützt ist. Ja, jetzt haben wir was. Was sind das? Ein Haken. Wofür ist denn ein Haken? Brauche ich denn für die Angel? Wie heißt der Haken? Wofür ist der gut? Haken? Truhe? Ach so! Aha, Redstone-Truhe. Aha, und wo... Ach so, die ist dann geschützt oder was? Oder geht automatisch auf? Aha, okay. Ja, ich kenne mich gut aus. Ja, sag ich immer. Lala, ist hinter mir schon ein Creeper? Nein. Boah, so schieß. Außerdem höre ich es gern, wenn es zischt. So, dann kann ich noch zur Not ins Wasser hüpfen. Boah, ich freue mich schon so auf den Steg bauen hier. Na los. Ich muss bald wieder einen rohen Fisch essen. Ich hätte einen Ofen mitnehmen sollen, ich Depp. Wir haben Holz auch keins mehr. Aber Bill Kohle. Komm, Fischi. Fischi, Fischi, Fisch. Ja, wo ist er denn? Hüpfen tut was im Wasser. Ah, da kommt er. Jawohl. Was ist das? Roher Karpfen. Mm. Okay, was futtern wir denn jetzt? Ich brauche irgendwas in den Magen. Ich nehme den Karpfen. So. Mmh, lecker Gräten. So.
So, dann fischen wir noch ein bisschen. Bis der Part zu Ende ist, würde ich sagen. Und dann werden wir morgen lecker Fisch zubereiten. Die Tintenfische sind komisch. Kommt schon was? Ich sehe nichts. Hallo, Fischi. Ich glaube, es gibt sogar Fischköder, ne? Die kann man sich auch irgendwie zusammenbauen. Da muss ich wahrscheinlich mehr ins Meer rein, verstehst? Richtung Meer stehen und dort fischen. Ah, jetzt kommt er. Ja! Was haben wir da Schönes? Rohe Forelle. Aha. Jetzt höre ich den Creeper nicht mehr, falls einer kommt und Tete tut. Ah, jetzt wird die Zeit, dass wir umdrehen. Zwei Holzdinger. Wow. Puh, fast versäumt. Da gibt es mehrere Forellen. Herzhaftes Häppchen. Mei, wie süß. Vier Fische reichen. Ich hoffe. Machen wir noch einen fünften. Alle guten Dinge sind fünf. Bei mir sind es 387, aber macht nichts. Das ist übrigens die Anzahl der Versuche, die ich brauche, bis mir was gelingt. Ah, der ist buggy. Warte, jetzt. Wenn der Haken, also wenn der, ach, wie heißt denn das schnell? Ich hab's vergessen, wie man das nennt. Vorne eben dieses Ding da, ne? Wenn das zu weit heraus steht, dann funktioniert das nicht mit dem Fischen. Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass der Haken im Wasser ist. Zumindest erging es mir immer so bis jetzt. So, Fischi. Komm, ein Fischi geht noch. Bitte? Fischi? Super. Was ist das? Ein Schnapper. Super. Perfekt. Na, ich würde sagen, das war ja schon recht lukrativ, oder? Und es wird dunkel. Das habe ich befürchtet. Ich wollte nämlich noch schnell einen Baum schlachten. Oder zwei. Aber aus zwei wird sowieso nichts. Ich brauche nur ein paar. Ich werde nur hier, dass wir Feuer machen können. Ich weiß, wir haben Kohle ohne Ende, aber wie gesagt, die will ich ehrlich gesagt nicht verschwenden. So, mach hin. Aber ich bin nicht zu gierig. So, schön zusammenhauen. Na komm. Passt. Das muss fürs Erste reichen. So, ich versuche jetzt mal nach Hause zu kommen. Die Schere nehme ich nächstes Mal mit. Da kann man nämlich toll Lianen auch draus schneiden. Boah, von hier aus. Also wenn das Baumhaus fertig wird, das schaut dann echt cool aus, muss ich schon sagen. Das hat mich sogar gefallen erst. Komm. Nicht stecken bleiben. Schön laufen. Das machst du fein. Das machst du ganz fein. Ja, brave Zocki, brave Zocki. Ich steck schon wieder fest irgendwo. Bitte. Ich hasse diesen Schlamm. Was mache ich denn mit diesem Dreckschlamm? Ich wollte nur die Erde haben. Geh mit Erde. Schaufel. Bitte schneller. Hallo? Jetzt muss ich das erst ausrüsten. Ich werde wieder sterben, wenn es so weitergeht. Das weiß ich jetzt schon. So. Mein Ey. Hallo? Jetzt habe ich die Axt. Ich weine gleich. Warte, dauert nicht mehr lang. Ich weine gleich. Ich schwöre. So, jetzt aber. Ja, und die nächste Pfützen. Ach, das ist halt echt zum Heulen. So, so. Ja, natürlich. An was bin ich jetzt wieder verreckt? Wahrscheinlich am Hunger, ne, oder was? Mann, ey. Das ist so dämlich. Na, da muss ich jetzt echt schauen, dass ich mal diesen Schlamm hier wegbringe. Das ist die erste Aufgabe, die ich jetzt mir selber stelle für die nächste Aufnahmesession. Ich muss Erde sammeln. Erde, Holz, irgendwas. Da muss jetzt dann ein sauberer Weg hin.
hin und her gemacht werden. Auf alle Fälle, da kann man schon mal Erde abbauen. Das wird schon mal klappen. Weil das hier ist ein Zustand, meine Lieben. Ein Zustand ist das hier. Hüpf darauf. Mühselig. Ach Mann, ey. Mach. Boah, schlapp. Ach Gottchen. Mach. So. Wo bin ich verreckt? Da drüben. So. Es ist ein Zustand. Habe ich schon mal gesagt, dass das hier ein Zustand ist? Meine Güte. Na, was machst du denn hier bitte? So, unser schöner Bogen. Dann hier noch das ganze Gerümpel. So, 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 so. Und so passt. Zusammenhauen. Schön. Und weiter hüpfen. So. Hüpf. Hüpf. Hüpfen. Ach, leck mich doch mal. Das ist echt unglaublich. Das ist echt unfassbar. Da kann ich nur hüpfen. Dieser Kerl. Das ist unfassbar. Ist das wirklich. Also echt. Also wirklich. Das ist halt echt. Ja. So. So. Es regnet. Juhu. Schön. Immer schön feucht und nass. So. Genau. Ja, super. Wir haben wieder eine Frucht bekommen. Das ist schön. So, noch eine. Wow. Noch eine. Okay, die waren echt wahrscheinlich nicht reif. Nicht richtig reif halt. Boah, cool. So, warte. Eins, zwei. Das müsste reichen. An Holz. So. Und dann braten wir mal. Cool. Unser erster gebratener Fisch. Yam, 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 yam. Auf den freue ich mich auch schon sehr. So, können wir irgendwas bauen oder basteln? Brauchen wir irgendwas? Ich glaube nicht, einlagern wäre wieder gut. So, in unsere Ramschkiste. Eigentlich ist es unsere Futterkiste. So. Weißt du was, da baue ich noch eine Truhe. Für Ramsch. Aber zuerst wird geknuspert. Und runter damit. Yum! Köstlich. Und der nächste Fisch wird gebraten. So. Das schmeckt gut. So, Eichenholz. Eins, zwei. So. Dab, 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 dab und dab. So. Unsere Ramschkiste. Die kommt eins, zwei. Dahin, ne? Eins, zwei, passt. Also hier ist Ramsch. Wie zum Beispiel das hier oder. Sowas hier. Da, ich würde auch sagen, da tun wir die Waffen rein. Der Bogen ist mir echt was wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, so cool, ey. Dann was haben wir hier? Die Schüssel möchte ich gerne da lassen, ehrlich gesagt, weil die gehört irgendwie zum Kochen dazu. Auch hier, da kann man Zucker draus machen, aber die Blumen und das Ganze, die tue ich mal weg. So. Dann haben wir hier Gewürzecke. Hier haben wir die tierischen Sachen, hier haben wir die Pflanzensachen, also Pilze und so weiter. Passt. Und hier haben wir eben unseren Ramsch. Wow. Also hier alles, was die Viecher droppen. Hier haben wir was, was man herstellen kann vielleicht. Irgendwie so. Da die Pflanzen. Ja, ich will es mit Pflanzen. So. Ihr glaubt, das schaut schon besser aus. Vielleicht für die Waffen noch eine eigene Kiste irgendwann mal. Vielleicht. So, dann können wir hier noch den Matsch. Das Holz lasse ich noch. Essen haben wir auch. So, der nächste Fisch. So, da werden wir inzwischen eine Beere essen. Dann einen Fisch essen. Schau, wie das gut geht. Und den nächsten Fisch braten. Dann essen wir nochmal eine Beere. Man soll ein bisschen abwechslungsreich essen, was ich auch mitbekommen habe am Rande. Ist die schon mal fertig? Na, das kann nicht sein. So.
Ja, der nächste Fisch. Jam, 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 jam. Supi, ich freue mich. Schaut mal, wie wir da uns gut nähren tun. Jam, 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 jam. Und der letzte Fisch wird gebraten. Boah, cool. Wir sind das erste Mal so richtig satt. Das ist ja mal was Schönes. Ha, denn ein Fisch da noch. Schau, da ist er auch schon. Jam, jam, jam. Boah, köstlich. Na, so kann man doch den Part beenden, oder? So, ich werde vielleicht... So. Noch ein bisschen was bauen. So, nur hier so mal die Umrandung fertig. So, da drüben vielleicht... Uah. Na, vielleicht lieber nicht. Sonst komme ich da unten nicht mehr ran. Na, dann würde ich sagen... Entschuldigung. Ich wollte eigentlich jetzt nur... ein kleines Dach bauen, damit ich hier nicht immerfort ja, im Regen stehen muss. Ah, schon viel besser. So. Schön, unser erstes kleines Dach. Na prima, ihr Lieben. Ah, es geht ja recht gut voran, muss ich sagen. Ich freue mich, wir haben echt schon ein paar tolle Sachen gefunden. Wir können endlich überleben. Das ist das, glaube ich, worauf ich mich am meisten gerade freuen tue. Und im nächsten Part werden wir uns zu unserer Angelstelle ein schönes, ja, ich glaube, das können wir schon so machen, einen schönen Weg anfangen zu bauen, aber erst in der nächsten Aufnahmesession. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir angefangen haben zu überleben, ist mir schon klar. Ein Profi bin ich beim lieben Gott nicht, habe ich euch eh vorgewarnt, aber wir werden das Kind schon schaukeln, da bin ich mir absolut sicher. Und... mir macht das Let's Play wahnsinnigen Spaß. Ich mag Minecraft sowieso, das habe ich euch eh schon erzählt. Lang und breit erzählt und erklärt. Und ja, ich freue mich wie gesagt schon auf die nächste Aufnahmesession, die wir hier gemeinsam erleben werden. Ich baue noch schnell mein Dach ein bisschen um. So. Ja, das war der falsche. Oder ich das da weg habe. So. So. Ich wollte es nur hinten schnell ein bisschen anbringen noch da. So. So. Jawohl. Dann kann ich mich hier schon mal in die Ecke stellen und den Regen bei seiner Arbeit zuschauen. Ist das toll. Na, ich bin echt froh. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass das alles so gut klappt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon auf den nächsten Part. Und bis dahin wünsche ich euch Lieben, wie immer, eine schöne Zeit. Sprich, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!